Moin zusammen und willkommen zur nächsten Folge von Let's Play EVE Online Alpha. Und unser Alpha, den habe ich ein bisschen vernachlässigt diese Woche, weil ich einiges zu tun hatte und auch ein bisschen was anderes gemacht habe. Winter steht vor der Tür und ja, ich bin gerade im Moment dabei, ein bisschen aufzunehmen im Voraus für die nächsten Wochen, weil ich hier in der Wohnung einiges zu tun habe und als Hausstauballergiker zum Beispiel die Heizungen abfegen und saugen und bla bla, damit ich hier nicht aufgedunsen wie nach einer nach einer 3 Tage Cola-Korn-Party rumsitze. Und, was ich gemacht habe, ich habe mich immer wieder um die Skills gekümmert, die sind jetzt aber auch schon wieder abgelaufen. Muss ich mal gucken, was ich da als nächstes mache. Haben wir hier denn schon alles gelernt? Klar, Gascloud. Das könnten wir noch auf Level 4. Das auf Level 4. Oh, okay. Oh, ja, okay. Das 6 Tage dauert das jetzt. Wie lange dauert das? Aber erstmal die nicht so lange dauern. So, dann hier noch. Dauern 8 Stunden. Einer müsste noch reinpassen. Der hier. So, dann haben wir das doch wieder bedient. Ein bisschen Kohle habe ich gesammelt mit ihm hier. Ich hatte ja komprimierte Erze verkauft. Und habe auch schon wieder welche hier. Also ich bin ein bisschen fleißig gewesen. Den hier, Stormbringer, Strike Flight Redskin. Den hat, glaube ich, Hoche auch bekommen. So, das lösen wir alles mal ein. Das klicken wir mal doppelt. Fregattenklasse Starship Incursus. Mhm. Hat er das gemacht? Container öffnen. Ich bin dusselig. So. Ah ja, tatsächlich. Incursus. Ist ja witzig. Ja, den Skin. Da, bis ich mit dem hier eine Storm, die kann ich sowieso nicht fliegen, glaube ich, Storm. Kann man die Incom-Schiffe als Alpha fliegen? Ich glaube nicht. Nein, keine Chance. Nein, geht nicht. Also, auf keinen Fall. Das hätte mich jetzt auch gewundert. Da hatten wir schon mal nachgeschaut, was wir alles machen können. So. Was ich ja noch machen will, ich möchte eine eigene Korb gründen mit ihm hier, weil ich ja mal gehört habe, wenn man so Richtung sich Low-Sec und Null-Sec bewegt, schießen die generell auf alles, was in einer Nicht-Spieler-Korb ist, also eine Nicht-Kapsel-Korb, so wird es ja von EVE selber genannt. Deswegen will ich meine eigene Korb gründen, das ist ja nicht so schwierig. Will ich aber noch ein bisschen Geld sammeln. Oder muss ich, glaube ich, sogar. Das kostet ja ein bisschen was. Den Skill dafür habe ich ja gelernt. Und das habe ich mit ihm gemacht. Er kann ja nur mit seinem kleinen Excavator rumdüsen. Mit seinem kleinen, mit seiner Mining. Ist das eine Mining Barge? Mining-Fregatte. Dieses hier sind Mining-Barges, genau. Wie weit können wir das denn? Achso, das dauert ja länger als einen Tag. Das müssen wir in Stufen machen. Das habe ich mit ihm gemacht. Das müssen wir nochmal irgendwann holen hier. Das ist aber nur Krimskrams eigentlich. Nichts Besonderes.
Außer die hier vielleicht zum Aufbereiten. Ja, mal schauen, wie lange ich hier noch verweile. Auf jeden Fall noch so lange, bis ich diese ganzen Missionen einmal durch habe. Ich habe jetzt noch nicht weitergemacht. Mal schauen, ob ich das nächste Woche schaffe, dass ich mir einen Tag nehme, wo ich mit ihm hier rumdüse. Mit unserem John. Bin aber auch ein bisschen krank gewesen die Woche. Ab Mittwoch zu Hause gewesen und musste mich ein wenig schonen. Ja, ansonsten geht's langsam weiter mit ihm hier. Und so nochmal zur Zukunft. Nachdem ich alle Missionen hier abgeschlossen habe, werde ich mal versuchen, eine ganze Zeit lang weiter Missionen zu betreiben. Und das so lange vielleicht bis ich Stufe 3 Agenten nutzen kann. Ich weiß es noch nicht genau. Ich will mit dem hier mal auch mich ein bisschen mehr auf Mission Running konzentrieren als nur Bergbau. Mal schauen, was dabei rumkommt. Und da mal ein bisschen mehr Erfahrung sammeln auch. Weil das habe ich noch nicht großartig gehabt, Mission Running. Also da habe ich noch nicht viel Erfahrung drin. Und mit dem Alpha wäre es ganz interessant, wie man da zurechtkommt. Wir arbeiten ja darauf hin, auch oder ich arbeite darauf hin, ja, so eine Karriere als Bergbau. So eine Mischung aus Bergbau, Exploring mit den Geschichten hier. Die können wir ja alle, die können wir nutzen, die Schiffe. Bergbau, Erkundung und so ein bisschen, ich glaube, Industrie konnten wir, glaube ich, auch was machen. Herstellung. Da will ich hin, um mir da so eine Existenz aufzubauen. Planet Management geht ja mit ihm hier nicht. Da müssen wir drauf verzichten. Aber vielleicht können wir auch so ein bisschen, wir konnten ja alle Logistikschiffe auch fliegen. Fahren, nutzen. Die waren ja alle frei. Wir werden schon was Anständiges, denke ich mal, hinbekommen. Vielleicht probieren wir auch mal hier so ein bisschen im Schiffsbaum noch aus. Was habe ich denn noch nie geflogen? Maulus zum Beispiel. Oder die hier, Maulus Navy Issue. Klingt auch sehr interessant. Ja, das habe ich mit ihm hier vor. Ich hatte mich jetzt die Woche auch ein bisschen nochmal auf was anderes konzentriert, aber jetzt geht's mit ihm hier auch weiter. Muss es mir halt immer noch ein bisschen aufteilen, ne? Roche und die anderen 4 und halt mit ihm hier. Ich kann mit ihm halt nicht gleichzeitig, glaube ich, online gehen. Wenn ich jetzt noch einen anderen Charakter hier erstellen würde, um so ein bisschen vielleicht noch mal ein paar Sachen auszuprobieren im Alpha-Modus, andere Wege gehen, meine ich jetzt. Ne? Das geht ja leider nicht, das geht nur mit den anderen. So, was haben wir denn hier noch? Ein bisschen Titanium haben wir noch. Wo bin ich überhaupt? Kustan. Dieses hier könnten wir dann noch mal verkaufen irgendwann. Wie sieht's hier aus? Ja, hier ist immer schlecht. Also in den Systemen, wo man abbaut und komprimiert, gleich zu verkaufen, ist Quatsch. Immer gleich nach Jita bringen. Das ist das Beste, echt. Ich weiß gar nicht, haben wir noch Erze auf dem Schiff? Nö, können wir gleich mal verladen. Ach ja, und Martin, deine Bemerkung, nee, Big Sky war das, glaube ich, mit dem, ich weiß es nicht mehr, wer es war in den Kommentaren, aber bis man so ein Schiff voll hat, klar, auf jeden Fall, das dauert Ewigkeiten, bis man das mit komprimierten Erzen voll hat, weil so eine Einheit, wir gucken uns das nochmal an, die hat ja einen
Volumen von 0,15 Kubikmeter. Und wie viel hat die Miasmus? 63.000? Nee, die hat jetzt 46.000, weil ich ja nicht komplett ausgeskillt bin. Ich gucke noch mal kurz, wie weit bin ich da? Oh. Galente, dass wir die können wir auch nur, die haben wir auch nur auf Stufe 1 auskillen können. Also da bleiben wir bei 46.000, das ist aber auch schon eine stolze Menge. Einer sind 0,15. Eine Einheit sind 0,15. Wie viel sind denn dann 46.200? Einmal 46.200 teilt durch 0,15. Das sind 308.000 Einheiten Compressed Feldspar. Und wenn man mal den Grundpreis theoretisch nimmt, 2420 mal diese 308.000 mal 2420. Das sind 45.360.000 auch schon, also fast eine Dreiviertel, eine Dreiviertelmilliarde, kommt das hin? Nee. Ist ja egal. 750 Millionen sind das auf jeden Fall knapp. Und also das Ding vollgeballert, wie viel hätten das dann mit, wenn ich das mit Hoche mache, wie viel wären das? Das wären dann, die hat, glaube ich, 64.000 hat die, ne? Also nochmal, also rechnen mal. 64.000 geteilt durch 0,15. Sind 426.666,667 Periode Strich oder wie das heißt. Und dann rechnen wir doch mal 46.700 mal 2420. Da kommen wir dann auf jeden Fall über die Milliarde. Das sind dann 1.130.000.000 und 14.000 ISK, theoretisch. Kann ja auch mehr sein. Ich weiß nicht, wie der Preis in Jita gerade ist für zum Beispiel komprimiertes Feldspar. Muss man mal sehen. Ja. Also wir haben eine rosige Zukunft vor uns. Mit jeder Menge ISK. Den hatte ich noch als Belohnung bekommen. Den haben wir jetzt auch noch bekommen als Belohnung. Habe ich noch Punkte, die ich vergeben kann? Nö. Da bin ich gerade am Sammeln, auch mit den Belohnungen. Da sind wir kurz vor den 10.000, glaube ich. Die können wir dann auch wieder vergeben. Das ist auch ganz schön. Ja, ansonsten habe ich erstmal nichts zu berichten mit ihm hier. Es geht in der nächsten Woche dann halt weiter mit dem Mission Running. Da werde ich dann zusehen, dass ich jeden Tag mich dran setze. Vielleicht schaffe ich die ersten 10 pro Tag. Das dauert ja auch immer so ein bisschen. Und dann werde ich mich ins nächste System begeben. Und werde da weitermachen, da werde ich dann noch wieder mein ganzes Kram sammeln und rüber wandern ins nächste System. Anon geht das, glaube ich, dann weiter. Mal gucken.
was da so los ist. Ja, auf jeden Fall bleibe ich dran. Hatte jetzt halt diese Woche noch ein bisschen Pause gemacht, weil ich krank war halt und ein bisschen vorgearbeitet habe mit den ganzen anderen Serien. Habe auch nochmal Serien aufgenommen. Neue Folgen, die ich länger nicht hatte, wie City Skyline zum Beispiel. Und so, ja. Mal schauen, auf jeden Fall geht's weiter. Und ja, dann würde ich mal sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war jetzt eine etwas ruhige Folge nochmal. Ein bisschen berichtet, was ich gemacht habe oder auch nicht gemacht habe. Bedanke mich fürs Zuschauen bei euch und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und da werde ich dann wahrscheinlich etwas zum Thema Mission Running berichten können. Tonweise Schiffe haben aus der Mission wahrscheinlich und dann entscheiden wir uns, wie es weitergeht. Ob wir ein Anon Mission Running machen erstmal. Ich denke mal, es wäre sinnvoll. Werden wir sehen. Bis dahin, eine ruhige Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.